Wie analysiert man ein Klimadiagramm? Früher oder später kommt es in eurer Schullaufbahn dazu, dass ihr höchstwahrscheinlich in dem Fach Erdkunde oder Geografie vor einem Klimadiagramm sitzt und ihr fragt euch, wie genau geht das eigentlich? Was kann man dort alles erkennen? Und euer Lehrer wird es euch höchstwahrscheinlich nur halbherzig erklärt haben und sich dann darüber aufregen, dass ihr es nicht richtig versteht. Deshalb werde ich es euch heute genau erklären. Denn ich habe für mein Abitur ein Interpretationsmuster geschrieben und wenn man dieses befolgt, ist es meiner Meinung nach gar nicht mal so schwer. Ich habe die Analyse eines Klimadiagramms in 4 Schritte eingeteilt. Erstens die formale Beschreibung, zweitens die Beschreibung von Temperatur und Niederschlag, drittens das Verhältnis zwischen Temperatur und Niederschlagskurve und viertens die Interpretation bzw. die Erklärung. In der formalen Beschreibung geht es darum klarzustellen, dass es sich um ein Klimadiagramm handelt, von welcher Stadt dieses Klimadiagramm ist, die Koordinaten und die Höhenlage. Diese könnt ihr ganz einfach meistens überhalb oder unterhalb des Klimadiagramms ablesen. Beim zweiten Schritt wird die Temperatur und der Niederschlag beschrieben. Zuerst beschreibt man die Form der Temperaturkurve, gibt die Jahresmitteltemperatur an, den wärmsten und den kältesten Monat und man berechnet die Temperaturamplitude, indem man die Differenz aus dem wärmsten Monat und dem kältesten Monat bildet. Des Weiteren sollte man auf das Temperaturniveau eingehen und darauf, ob ein jahreszeitlicher Gang vorliegt oder nicht. Beim Niederschlag geht es auch um die Beschreibung der Niederschlagskurve, die Angabe des Niederschlags, die Angabe des niederschlagsreichsten und des niederschlagsärmsten Monats und die Bestimmung der Niederschlagsverteilung. Handelt es sich um ein Sommerregen- oder ein Winterregengebiet? Drittens, Verhältnis zwischen Temperatur und Niederschlagskurve. Durch das Verhältnis lassen sich insgesamt 4 Zustände beschreiben. Einmal den ariden, den semiariden, den humiden oder den semihumiden Zustand eines Klimadiagramms. Was sich wie ein komplizierter Fachbegriff anhört, ist eigentlich relativ einfach. Arid bedeutet, dass die Niederschlagskurve unter der Temperaturkurve liegt. Semiarid bedeutet, dass 6 bis 9 Monate des Klimadiagramms arid sind. In einem humiden Klimadiagramm liegt die Niederschlagskurve über der Temperaturkurve. Und semihumid bedeutet, dass 6 bis 9 Monate humid sind. Sobald mehr als 9 Monate humid oder arid sind, gilt es als vollständig arid oder humid. Der 4. Teil ist der komplizierteste, die Interpretation oder Erklärung. Diese habe ich wiederum in 2 Schritte eingeteilt. Zuerst ordnet man das Klimadiagramm in eine Klimazone ein. Diese sind ganz grob eingeteilt in polare Zone, gemäßigte Zone, subtropische Zone und tropische Zone. Wobei es meistens im Atlas noch genauere Einteilungen gibt. Und diese Einordnung in eine Klimazone müsst ihr dann durch verschiedene Einflussfaktoren begründen und diese Einflussfaktoren analysieren. Einflussfaktoren sind beispielsweise die Höhenlage, die Lage zu Gebirgen, das heißt, liegt ein Ort in Luv- oder Lehlage, wobei in einer Luvlage sich meistens die Temperatur abkühlt, da durch den Steigungsregen ein erhöhter Niederschlag vorliegt und in der Lehlage die Temperatur eher steigt und das Klima trockener wird durch die warmen Fallwinde, die dort entstehen. Die Lage zum Meer spielt eine Rolle, denn maritime Einflüsse wirken sich auf das Klima aus, die Temperatur kühlt ab und ist gemäßigter, wohingegen kontinentale Verhältnisse zu großen Temperaturunterschieden führen, da sich Land bekanntlich schneller erwärmt und auch auskühlt als Wasser, welches länger Wärme speichert.
Warme bzw. kalte Meeresströmungen wirken sich ebenfalls auf das Klima aus. Sehr wichtig bei der ganzen Begründung und Interpretation ist die atmosphärische Zirkulation. Auf diesen Teil legen die meisten Lehrer sehr großen Wert. Um die atmosphärische Zirkulation vollständig zu erklären, müsste ich den Rahmen dieses Videos sprengen. Grob gesagt geht es darum, zu erklären, ob sich der Ort in der Hadley-Zelle, Farrell-Zelle oder Polarzelle befindet. Daraufhin muss in den einzelnen Zellen die Zirkulation der Luft genau erklärt werden. Winde spielen ebenfalls eine große Rolle. Diese sind meistens auf Karten im Atlas verzeichnet. Sie können die Temperatur abkühlen oder erwärmen. Das ist immer individuell. Außerdem können Winde für einen höheren Niederschlag sorgen. Sonderfälle bilden beispielsweise der Monsun oder der Taifun. Auf diese muss man explizit eingehen. Fassen wir also noch einmal zusammen. Ihr habt das Klimadiagramm nun formal beschrieben. Seid genau auf die Temperatur- und Niederschlagskurve eingegangen. Ihr habt das Verhältnis zwischen diesen bestimmt. Des Weiteren habt ihr das Klimadiagramm in eine Klimazone eingeordnet und diese Einordnung fundiert mit diversen Einflussfaktoren begründet. Während der ganzen Beschreibung ist es sehr wichtig, Fachbegriffe zu verwenden, da die Lehrer darauf viel Wert legen. Diese Anleitung, um ein Klimadiagramm perfekt zu analysieren, ist sehr ausführlich und braucht ihre Zeit. Allerdings geht ihr sicher, dass ihr nichts vergessen habt und auf alle wichtigen Einflussfaktoren eingeht. Seid ihr jetzt bereit für eure nächste Erdkunde-Klausur? Wenn ja, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.